Horchen Sie auf, lehnen Sie sich zurück und hängen Sie ab. Denn jetzt, endlich, gibt's eine neue Folge von Stricker TV. Wir sind jetzt schon live und das ist eine Sondersendung aus zwei Gründen. Erstens ist es die erste Sendung, die auf Hochdeutsch ist. Wir haben aus dem deutschen Sprachraum Anfragen bekommen, warum wir Schweizerdeutsch reden. Also hier ist es, ein Tribute zu den Österreichern und den Deutschen. Herzlich willkommen. Der zweite Sondergrund ist ein Video und das spielen wir jetzt gleich ab. Erwin Kessler ist wieder im Studio, unser berühmtester Tierschützer, den die Schweiz kennt und der beste und engagierteste und härteste Verfechter für die Tierrechte. Und wir zeigen jetzt gleich mal das erste Video, über das wir ein bisschen reden möchten. Genau. Kannst du mal sagen, was wir hier sehen? Das ist eine Scheune? Oder ja, man sieht, das ist ein großer Schafstall, eine Schaffabrik sozusagen. Dort hinten arbeitet ein, der holt Schafe heraus zum Schlachten, zum Abtransportieren. Einzelne nimmt er herum, wirft sie über die Abschrankung, eins nach dem anderen. Und das ist einfach massiv. Ich denke, da wird es auch Beinbrüche geben. Der ist, kann die nicht normal herausführen, sondern wirft die einfach brutaler. Packt sie an den Haaren und wirft sie über die Abschrankung. Dann gibt er noch Fußtritte und mit Knie und so. Also absolut grob. Das ist ja nur noch Schlachtmaterial. Siehst du, jetzt hat er einen Tritt gegeben. Was für ein Wichser. Jetzt mit dem Stock schlägt er auf sie ein. Müssen wir das sehen? Ja, müssen wir. Und das ist, geht so weiter, das ist eine Viertelstunde lang, hat einer mit der Telekamera. Was macht er jetzt? Die mit dem Knie umschürgen. Mit dem Knie, dass der will die irgendwie fortbewegen. Ja. Zum Verladen dann. Und das hast du gefilmt, oder? Das hat nicht ich gefilmt, das hat ein Nachbar gefilmt. Der konnte das aus dem Dachfenster mit einem Tele aufnehmen. Mhm. Er hat das immer wieder beobachtet, wie der grob umgeht mit den Tieren. Auch unterwegs, wenn er treibt, er schlägt immer. Kinder helfen ihm dabei. Und der hat auch... das stinkt auch, das ist vergrößert worden auf fast 600 Schafe. Ist das in der Schweiz, im Kanton Thurgau? Kanton Thurgau. Der Stall ist ja noch relativ neu, da wurde ihm bewilligt, eine Sonderzone bewilligt, dass er dort eine Tierfabrik erstellen kann in der Landwirtschaftszone. 600 Schafe, das ist viel. Und die sind meistens in dem Stall. Viele Tiere, 600 Tiere, das stinkt einfach. Er hat auch ein System, wo der mistet nur zweimal im Jahr und wirft einfach immer mehr Stroh hinein, Tiefstreu sagt man im System. Und wenn dort 600 Menschen eingesperrt wären, würde es auch stinken. Das sind nicht die Tiere, das ist die Masse, die unhygienisch gehalten. Und das hat diesen Nachbar genervt, verständlich, und auch der grobe Umgang mit den Tieren und dann sich mit dem beschäftigt, und er ist noch Hobbyfilmer zufällig. Dann hat er einfach mal, als er das immer beobachtet hat, vom Fenster aus eine gute Aufnahme gemacht. So wie das durch Fenster hindurch mit Tele überhaupt möglich ist, ist Qualität recht gut. Man sieht nicht alle Details, was er genau macht, aber was man ganz klar macht, er misshandelt die Tiere. Er schmeißt sie in hohem Bogen über die Abschrankung. Sind denn Schafe wie Ziegen, dass die da quasi, die können ja um Stein rumhüpfen, ohne dass sie da Probleme haben damit? Oder? Schafe sind ganz andere Tiere. Also er reißt sie an den Haaren, am Fell, und wirft sie so über die Abschrankung in hohem Bogen. Mhm. Und nur schon das Packen an den Schafen, es ist noch lustig, die Frau dieses Schafquälers hat in einem Interview gesagt, er müsse diese schlagen, dass sie vorwärts gehen, weil an den Haaren reißt, an dem Fell, an der Wolle packen. Das sei wie wenn man einen Mensch an der Haare reißt. Das glaube ich, aber er macht es. Er macht beides. Seine Frau hat ihn eigentlich verurteilt, ohne es zu wissen. Er packt diese und reißt sie an den Haaren hoch und wirft sie dann so
er unterfasst sie ja nicht, das geht nicht, man sieht deutlich, er packt sie oben am Rücken an den Haaren, reißt sie hoch und wirft sie über die Abschrankung. Und das Ganze geht ist eine Viertelstunde lang gefilmt worden. Das war noch nicht fertig, aber nur schon, das ist ein langer Prozedere. Zwischendurch ruht er sich aus, weil das ist sehr anstrengend, das ist wie ein schwere Säcke herumwerfen, atmet und ruht sich auf und dann macht er weiter. Es ist nicht ein momentan... Also die Lösung wäre eine kleine Türe, wo die Schafe durchlotsen könnte? Der ist einfach nicht normal. Natürlich würde man, ein tierfreundlicher Mensch würde das mit Futter, die schön herauslocken. Natürlich, das ist Massentierhaltung, dann ist alles ein bisschen schwieriger. Das geht in Tierfabriken mit so vielen Tieren, da ist natürlich beschränkt, mit Tieren sorgsam umzugehen. Ja. Die haben auch keine Geduld und mit der Masse, er kann natürlich, das stinkt dem, jedes Tier herauszuführen und so, da hätte er viel zu lang. Und dann heißt es, die Tiere seien widerspenstig. Widerspenstige Schafe müsse man so behandeln, hat es dann am Schluss geheißen. Die Katholiken glauben das, die sind sich gewohnt. Ja. Die Schäfchen. Aber die Schäfchen. Ja, ja, aber ich meine, dass ein solcher Typ die Tiere nervös macht, Schafe sind ja an sich sehr geduldige Tiere, ja. Das ist klar. Und dann sind immer die Tiere schuld. Zuerst werden sie falsch behandelt, dann werden sie bockig, das ist ganz normal, niemand lässt sich gerne misshandeln. Und dann ist das der Grund, um sie noch brutaler anzufassen. Und kannst du das Video wurde dir zugespielt. Ja. Und du hast da recherchiert, was waren die nächsten Schritte? Natürlich, ich nehme nicht irgendein Video und veröffentliche das ist mir schon klar. Da habe ich den Typ angeschaut, mit ihm gesprochen, habe die persönlichen Verhältnisse. Was hat er gesagt? Also Moment, ich habe den Mensch, der Mann, der mir das geliefert hat, also. Mit dem habe ich geredet, seine Motivation ein bisschen und dann habe ich die Örtlichkeiten angeschaut, ob sie überhaupt dort aufgenommen worden ist. Ich habe dann schlussendlich vor den Veröffentlichungen auch diesem Schafquäler telefoniert. Habe ihn gefragt. Wusste er, wer du bist? Ja, ich habe gesagt, da ist Erwin Kessler, Präsident des Vereins gegen Tierfabriken. Und das kennt ein Thurgauer Bauer? Das kennt ein Thurgauer, dann war es still, habe ich einen Moment gewartet, hat er natürlich gestaunt und einen Moment nach innegehalten. Ja, und was wollen Sie? Und habe ich gesagt, ich möchte wissen, warum Sie Ihre Schafe so misshandeln. Es gibt Filmaufnahmen. Warum gehen Sie so brutal um mit Ihren Tieren? Das möchte ich jetzt mal wissen. Dann hat er nachgedacht und dann hat er eine tolle Antwort, eine super Rechtfertigung. Die Schafe würden sich, es habe solche, die anderen zu Tode trampeln. Und da müsse man halt streng sein mit den Tieren. Mhm. Dazu ist zu sagen, dass kein Schaf ein anderes zu Tode trampelt, außer erstens die Panik oder wenn sie viel zu eng ineinander sind, und irgendein Schaf Panik, in diesem Gedränge. Auch wieder Panik, eigentlich immer Panik. Ja, oder die aggressiv irgendwie verlieren die Geduld, die müssen mal irgendwo fressen und saufen. Aber nicht in einer halbwegs normalen Schafhaltung trampelt kein Schaf das andere zu Tode. Aber da habe ich gewusst, jetzt habe ich es mit einem Psychopathen zu tun, diese Antwort. Und das hat sich nachher, mehr habe ich dann nicht mehr mit dem diskutiert. Auf das Video, wenn man das ein paar Mal anschaut, der ist nicht normal. Und das hat sich dann durch sein Verhalten, durch das Ganze, den Ablauf dieser Geschichte wieder bestätigt. Ich denke, ich muss dann auch noch intervenieren. Da kommen wir dann auch noch zurück, was er mit den Kindern macht. Kinderschutz muss da aktiv werden. Aber wir bleiben hier anonym, wir müssen aufpassen, wenn du jemanden Psychopathen nennst, ist es nicht eine Gefahr wegen übler Nachrede oder so? Ja, ich habe mir das überlegt. Ich bin der Überzeugung, der hat starke psychopathische Eigenschaften. Ich habe das auch in meinen Veröffentlichungen, schreibe ich das offen. Ich verwende das Wort Psychopath nicht als Schimpfwort, so laienhaft. Ja, Psychopath, das ist einfach so ein Schimpfwort. Ich behaupte auch nicht, er ist Psychopath. Ich habe der Staatsanwaltschaft beantragt, ein psychiatrisches Gutachten.
zu erstellen, weil davon hängt natürlich ab, ob der rückfällig ist oder lernfähig. Ein Psychopath, der lernt nichts aus Strafen. Und ich habe mich mit Psychopathen, mit psychiatrischer Literatur befasst. Ich kenne die typischen Symptome und ich kann nur sagen, da hat es Symptome, die ganz stark darauf hinweisen, dass der psychopathisch ist. Kann man sagen, dass Tierquäler grundsätzlich in diese Kategorie gehören, nach deiner Meinung, oder? Das kann ich so nicht beantworten. Da weiß ich zu wenig. Ich kann nur sagen, dass aus der Kriminalistik ist bekannt, dass Tierquälerei und Verbrechen an Menschen, das geht oft sehr parallel. Also Kinder, die schon als Tierquäler auffallen, die haben irgendeinen Defekt aus der Jugend, Kinder, die Tiere quälen sind, die werden oft nachher auch kriminell. Und das deutet schon stark auf Psychopathie hin. Psychopathen zeichnen sich vor allem aus durch Gefühllosigkeit. Also die haben ganz andere Empfindungen, also überhaupt keine oft. Und können das aber überspielen. Die lernen, dass sie schauen ab, wie sich andere Menschen verhalten und auf was das Rand kommt. Und die fallen oft gar nicht auf. Im Gegenteil, die gelten oft als charmante Menschen, freundlich, können Frauen verführen. Da gibt es Fälle, einer, der hat 200 Frauen umgebracht. Ein gut, das wollen wir vielleicht jetzt nicht in denselben Topf werfen, oder? Nein, aber ich meine, ich will nur, es gibt kriminelle und nicht kriminelle Psychopathen. Und es gibt auch verschiedene Grade. Es gibt psychopathische Eigenschaften, das stuft man ab. Ab 40% etwa nennt man einen dann mittelgradig psychopathisch, hochgradig und schwachgradig. Es gibt einzelne Eigenschaften, die man im Katalog Psychopathie erwähnt, haben viele Menschen. Spezielle Menschen, auch sehr kreative, die anders sind als der Durchschnitt. Da trifft man auch Eigenschaften an, die man jetzt im Katalog Psychopathie wieder antrifft. Das ist aber noch nicht psychopathisch. Dort ist eine Häufung abnormaler Eigenschaften. Und ich kann nur sagen, ich habe da Literatur gelesen, habe mich mit dem befasst und da sehe ich einfach ganz starke Symptome. Ich bin nicht Psychiater, dass ich jetzt ein definitives Urteil fällen kann, aber ich nenne den Psychopath und kann nur sagen, es hat starke Hinweise, Symptome, dass er psychopathisch ist und das müsste man unbedingt abklären zum Schutz der Tiere, aber auch seiner Kinder. Okay, ich möchte doch sagen, ich kenne den Namen dieser Person nicht und die Person ist herzlich eingeladen in diese Sendung, um sich kritischen, aber anständigen Fragen zu stellen, um seine eigene Meinung zu vertreten. Das ist einfach noch, dass das gesagt ist. Ich bin im gleichen Kanton, also das wäre keine große Sache. Gut, und wie bist du da weiterverfahren dann? Dann hast du diese Person, die deiner Meinung nach psychopathische Züge hat, dann angezeigt? Oder? Ja. Das habe ich gleichzeitig gemacht. Jetzt möchte ich noch kurz die nächste kurze Einspielung, den nächsten Videoabschnitt. Dort sieht man, wie er ein Schaf herumzerrt. Hast du gesehen? Ich kann das nicht schauen, ja. Rückwärts. Er hat ihr an den Wolle gepackt und herumgeschmissen, also wirklich wie wenn man dich, Daniel, an den Haaren herumreißt. Ja, tut das gleich weh. Man sagt, es leuchtet mir ein und die Frau von diesem Schafhalter hat das selber gegenüber der Zeitung gesagt. Ich kann das nicht schauen. Und das ist das andere, oder? Und man sieht dann noch eine weitere Szene, wo es am Bein durch den Stall herschleift und richtig reißt durch die Herde hindurch einfach an einem Bein gepackt. Kann es sein, dass man da einfach abgestumpft wird über die Jahre, dass man am Anfang das noch nicht so schlimm fand und dann wird man das langsam so? Das kann vielleicht bei Bauern, ich glaube, da gibt es mit der Zeit eine Abstumpfung, auch mit Schlachthofmitarbeitern in dieser Massentierhaltung und immer die Tiere in den Schlachthof führen.
auch das, so kalt, nur das, diese ermorden lassen im Schlachthof, das ist doch, dann wir lieben unsere Tiere, höre ich immer wieder von Bauern. Aber da sage ich, aber wenn man jemanden liebt, dann lässt man ihn doch nicht ermorden. Also das ist so ein bisschen schizophren, auch Bauernfamilien mit Kindern, die müssen das Kindern irgendwie erklären. Und hat eine verrohende Wirkung. Man reißt dort Freunde, Freundinnen aus einer Herde heraus oder das Kalb von der Mutter und lässt es schlachten. Da muss ein Mensch verrohen. Wir hören bei uns, ich wohne auf dem Land, jetzt gerade wieder hat es eine Kuh, die seit 2 Tagen brüllt die. Man hat offensichtlich das Kalb weggenommen. Die brüllt Tag und Nacht. Und immer wieder. Man kann natürlich argumentieren, dass wenn ein Bauer kann natürlich argumentieren, dass er sagt, ich schaue, dass das Tier ein möglichst gutes Leben hat, bis es sterben muss. Aber es ist eigentlich auch Teil der Natur, dass fressen und gefressen werden, das gehört dazu. Und wenn ein Schaf jetzt, ich sage jetzt mal, einfach in der Wildnis leben würde, wo Wölfe und so weiter herrschen, die dann quasi da qualvoll zu Tode gebissen werden oder auf andere Weise dann sterben, dass man da eigentlich schon sagen kann, ist vielleicht das Leid in der Bilanz, wenn man in einer Tierfabrik, oder nicht in einer Tierfabrik, aber wenn man Tiere grundsätzlich anständig hält. Da kann man schon sagen, solange es am Leben ist, schaue ich, dass es ihm gut geht, auch wenn das Leben verkürzt ist. Ja, das ist so die herkömmliche Vorstellung. Ich hatte die selber auch lang. Mhm. Zu lang. Was ist falsch daran? Das stimmt nicht. Es ist nicht Natur. Wenn ein Wolf, ein Bär oder sowas aus einer Herde ein Tier herausholt, das ist Natur. Aber auch ein Schock und auch jemand, der vermisst wird. Ja, aber irgendwie ist das, die Herde geht einfach weiter. Das ist hier, die wissen, Raubtiere sind gefährlich, wir flüchten. Und dann erwischt es einen. Hier ist etwas ganz anderes. Die haben Tierhalter, die füttern sie, sind eigentlich Beschützer der Tiere. Mhm. Und dann der gleiche Mensch, das ist wie wenn dein Vater oder deine Mutter, der dich beschützt, kommt und tötet deinen und Bruder. Nimmt der Mutter das Kind weg, die Freundin, das in der Herden, das hat Freundschaften, auch bei Kühen, Schafen, überall. Das sind Herdentiere, die haben Freundschaften und dann holt der sonst schützt und füttert, holt immer wieder so ein Tier weg und man sieht es nie mehr. Aber ich die Tiere nicht. Aber ich habe mal einen Film gesehen, da wurde damit geworben, dass eine mobile Schlachtstation, gibt es starke Vorschriften, dass wie das Tier ausbluten muss und so weiter. Und das fand ich aber faszinierend, du kannst dann gerne widersprechen, aber ich möchte gerne schnell erzählen, was ich da gesehen habe. Die sind da mit einem Anhänger hingefahren und haben, sind auf die Weide gefahren damit. Und haben dann einer Kuh, die waren da etwa zu fünft am Grasen, und dann haben sie einer dieser Kühe, haben sie den Bolzenschuss gegeben. Und die fiel, das gab einen Knall, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, und das Tier fiel sofort tot um. Und die anderen Kühe, die haben kurz geschaut, haben einfach weiter gegessen. Da habe ich jetzt keine Indizien gesehen, dass die auch nur Angst hatten. Die sind das nicht irgendwie weggerannt, sie haben dann das Tier genommen und haben es, glaube ich, dann eben vor Ort oder haben sie es dann ausbluten lassen, keine Ahnung, einfach mit diesem speziellen Unterbau, damit das Blut nicht auf die Erde kommt oder so, und dann das Tier abtransportiert. Und das war ein Beispiel für nachhaltige Tierhaltung. Also sie leben auf dem Grün, bis sie durch einen Bolzenschuss sterben. Und ich habe also wirklich nichts erkennen können, dass die anderen Tiere gelitten hätten. Also ich kann das nicht definitiv abschließend beurteilen, habe es zu wenig studiert, hatte auch keine Möglichkeiten. Mhm. Das ist eine... Einfach muss ich dir sagen, das ist eine relativ oberflächliche, gefährliche Beachtung, ein schnelles Urteil. Auch hier ist das natürlich der Betreuer. Wenn du einer Mutter das Kalb wegnimmst, die flüchtet auch nicht. Die sucht dann einfach und das ist nicht so, dass dann keine Flucht ergriffen wird. Das sagt nicht sehr viel. Aber es ist eigentlich der Betreuer, der Futter bringt. Ich glaube nicht, dass dasselbe war. Das war eine mobile Schlachtstation. Das ist wahrscheinlich besser. Mhm. Wahrscheinlich schon.
nehme ich jetzt mal an, dass als dann, dann fällt der Transport zum Schlachthof, der ist ja auch oft brutal und dort die Behandlung im Schlacht, das ist, würde schon sagen, das ist deutlich besser. Mhm. Aber ob das so unproblematisch ist, wie es ausschaut, da habe ich ein Fragezeichen. Mhm. Aber man kommt, aber es sind, da, es ist einfach, es ist wie bei der Jagd. Weißt du, die Tiere, die werden traumatisiert, das ist kein natürlicher Vorgang, wie die erlegt werden, auch wenn der dort einfach mit einem Bolzenschuss relativ schmerzlos ein Tier umbringt. Ich bin da nicht sicher, wie das auf ihre Freundinnen wirkt. Wenn das der gleiche ist, der sonst füttert. Bei der Jagd haben wir die gleiche Problematik. Aus dem Hinterhalt, aus dem Nichts fällt ein Schuss und dann hat die Mutter ihr Kind verloren, Freundin, immer wieder. Die Tiere sind traumatisiert. Mhm. Das ist nicht normal. Es ist ja kein Raubtier da, gut, kein Feind. Wäre es nicht traumatisiert, wenn ein Wolf käme und deine Freundin tot beißt? Ich denke, das ist dann wirklich Natur. Das ist auch. Ich meine, du hast ja das letzte Mal auch gesagt in einer vorigen Sendung, dass wir quasi eben eigentlich darüber stehen können, auch wenn es grausam sei in der Natur, wir selber müssen ja nicht unbedingt dieser Brutalität folgen, sondern wir haben ja die Möglichkeit, aus diesem darwinistischen Denken ein Stück weit auszubrechen und vegan zu leben. Das ist ein anderer Aspekt, aber rein biologisch gesehen, weißt du, es ist ähnlich, Kindsmissbrauch in der Familie ist schlimmer als deshalb schlimm, weil es unnatürlich ist. Also der weil Vater, die Bezugsperson, der man ausgeliefert ist, die ganze Zeit vertraut. Und der sonst, also das Kind ist völlig verwirrt und wird deshalb traumatisiert. Ich möchte wenn ein fremder Mann kommt und das Kind weiß, das ist jetzt ein Böser, ein Kind, eigentlich schon ein kleines Kind kann unterscheiden, das ist jetzt böse. Damit kann ein Kind viel besser umgehen, wenn es so irgendetwas erlebt, natürlich nicht gerade Gewalt und Umbringen. Aber ich meine, es kann mit dem grundsätzlich besser umgehen. Der ist jetzt halt einfach böse. Aber der Vater, es fühlt sich zu ihm hingezogen, gleichzeitig abgestoßen. Das Tier da kann mit niemandem darüber reden. Das wird verhindert, sonst kommt die Polizei. Oft wird der Vater erpresst, das ja niemandem sagen. Also das Kind ist innerlich zerrissen und wird traumatisiert. Und mit diesen Tieren passiert etwas sehr Ähnliches. Das ist etwa ein Aspekt, der noch selten überhaupt thematisiert worden ist. Da müsste man noch viel mehr darauf eingehen und das so sehen. Bevor wir mit der Geschichte fortfahren, mit diesen Videos, doch noch schnell die Gedanken fertig führen, möchte ich gerne den Gedanken fertig führen, den ich vorhin gefasst habe. Ich wollte eben sagen, wenn man vegan lebt, dann kann man aus diesem Fress und Gefressen werden ein Stück weit ja ausbrechen und kann, ist eigentlich der ideale Zustand, dass man eben, dass Tiere weniger leiden müssen, als sie sonst leiden oder eben gar nicht leiden müssen. Und meine Frage ist aber, denkst du, es gäbe einen Zustand der Tierhaltung, die mit dem Töten des Tieres einhergeht, wo man doch Bilanz ziehen kann, am Ende hat es ein mindestens so gutes Leben oder ein besseres Leben gehabt, wie wenn es in der freien Natur gelebt hätte. Ich meine jetzt nicht unbedingt in der Massentierhaltung, da sehe ich das ein, das geht nicht, aber ansonsten wäre es nicht auszuschließen. Das ist ein, wie soll ich sagen, das ist gar keine aktuelle Frage. Also, ich habe auch lange Zeit, als ich noch nur Vegetarier war, noch nicht Veganer, habe ich auch mich zu lange mit solchen Dingen getröstet. Mein Milchprodukt, dort, das ist auch immer die Kälber, die werden schon nach einer Woche ermordet und so, da läuft sehr viel Schlechtes ab. Da habe ich auch gedacht und mich irgendwie nicht gründlicher informiert. Ja, die sind auf der Weide, so schön, habe ich Freude gehabt, Kuhweide. Glockengebimbel oder irgend so idyllisch, romantisch. Und ich habe gelernt, diese Tiere anzuschauen. Ihr trauriger Blick, vor allem bei den älteren Kühen, wenn sie schon ein-, zweimal gekalbt haben, die haben einen abgelöschten Blick. Das habe ich auch beobachtet, seit du mir das sagst. Ich dachte, das ist einfach normal. Die schauen ein bisschen traurig rein. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Klar, richtig klar wurde mir das, seit es sogenannte Lebenshöfe gibt.
früher hat man die Gnadenhöfe gesagt, da werden Tiere vor dem Schlachten gerettet und dürfen dort ungenutzt, also nicht mehr ausgebeutet, die müssen nicht mehr jedes Jahr ein Kalb haben, die dürfen friedlich bis zum natürlichen Tod leben. Oder wenn sie schwer krank werden, werden sie erlöst. Aber grundsätzlich, die werden nicht ausgebeutet, die müssen nichts mehr leisten. Und das sieht man in den Augen, dass sie fröhlicher sind? Das sieht man am Verhalten, an den Augen. Die Tiere merken das sehr rasch, ob man es gut meint mit ihnen. Und wie die aufblühen, geschädigt vom früheren Leben, weggeworfen als nicht mehr rentabel. Und wie die auf, das ist wirklich sehr eindrücklich. Und seit ich, man kann sehr viel lernen auf Lebenshöfen. Mhm. Ich empfehle allen Leuten, die interessiert sind, eine Patenschaft von einem Tier zu übernehmen auf einem Lebenshof. Und sich dort gibt es immer wieder auch so Treffen, wo man mit den Tieren umgehen kann. Mhm. Das ist ein, wenn man mit offenem Blick und Interesse daran geht, ein sehr berührendes Erlebnis. Und dann sieht man die Nutztierhaltung mit ganz anderen Augen. Folgen wir der weiteren Geschichte. Also du hast diese Person dann angezeigt oder wie ging das denn weiter? Ich habe eine Anzeige gemacht und gleichzeitig zwei Tage später das publiziert. Auf deiner Website? Jawohl, und den Medien zugestellt. Und dann passierten zwei Sachen. Das wurde von den Medien aufgegriffen. Als Schockvideo. Jeder Mann, der das gesehen hat. Welche Medien waren das? Wie? Welche Medien haben das aufgegriffen konkret? Blick, 20 Minuten. Also nicht lokale, sondern nationale Medien. Ja, natürlich. Mhm. Und vor allem online, dort wurde auch das Video dann gezeigt. Ich habe es zur Verfügung gestellt. In den Printmedien etwas weniger, da kamen dann eher kleine Medien. Aber da sind die Medien doch offen, also sie schützen da nicht die Tier. Nur in der Anfangsphase. Mhm. Es läuft genauso wie der Fall Hevenhofen mit Kesselring, der vor einem Jahr ab. Am Anfang war die ganze Nation schockiert, den Bildern. Und dann in der zweiten Phase kommt die Abwehrhaltung der Behörden und die Medien spielen einfach wieder schön mit. Wie wehren die Behörden das ab? Sie sind ja Bilder, die sie nicht widerlegen lassen. Das ist interessant. Also nachdem das veröffentlicht wird und man wieder schockiert wird, schon wieder ein solcher Tierquälerfall, natürlich ist nicht so in der Schwere, nicht so vergleichbar wie der Fall Hevenhofen, wo tote Tiere herumlagen. Aber doch einfach eine Tierquälerei. Jeder seelisch, geistig gesunde Mensch, der dieses Video anschaut, ist irgendwie schockiert. Also wie man da Tiere so brutal behandelt und herumwirft, das ist normal. Und Schock, die Medien haben das auch Schockvideo genannt. YouTube hat das Video zensuriert mit der Begründung, es zeige Gewaltdarstellungen. Also YouTube, wo vielleicht diese Leute das Video jetzt sehen können, hoffentlich, da hat das, was wir jetzt gesehen haben, zensiert. Ja, blockiert, das haben wir jetzt anderswo veröffentlichen müssen. Seien wir gespannt, wie lange es hier andauert, bis wir auch gesperrt sind. Mit der Begründung, das enthalte Gewaltdarstellungen. Goop, der diese Hauptabnehmer von diesem Schafmäster, hat die Abnahme gestoppt. War schockiert, das wollen wir nicht, solche Behandlungen. Und haben Sie das Bio verkauft oder war es normal? Das weiß ich nicht. Der ist nicht Bio, so viel ich weiß. Ja. Osterlämmer vor allem. Ja. Und das ist wichtig, das, was ich jetzt sage. Also alle, die ganze Welt hat das als brutal angeschaut. Dann ist folgendes passiert: das Veterinäramt, der gleiche Kantonstierarzt, der schon im Fall Hevenhofen sich so erbärmlich verhalten hat, hat wieder die genau gleiche Schau abgezogen. Er hat den Betrieb besucht und hat dann eine Medienmitteilung verfasst. Man habe keine Missstände gefunden, die diese Missstände, die es offenbar gibt, nicht bestätigen können. Aber es ist ein Witz, natürlich, wenn der Prüfer angemeldet vorbeikommt. Also, ja, es ist ein Witz, er heißt ja auch witzig. Es ist ein Witz, was er macht. Und, Nomen ist Omen. Ja,
Selbstverständlich wirft der keine Tiere herum, traktiert sie mit einem Prügel und mit Tritten, wenn Beamten auf dem Hof sind. Aber machen Behörden keine heimlichen Kontrollen oder so mit Fernglas oder? Nein, machen die grundsätzlich nicht. Und können die verlangen, dass sie überraschend auftauchen und das? Aber bei Gewalt nützt natürlich nichts. Das ist ja nicht wahr. Die spielen nicht Detektiv, die wollen ja eigentlich auch gar nicht sehen. Die marschieren dort auf, so wie ich bin vom Veterinäramt, wir wollen ihren Betrieb kontrollieren. Falls er bis zu dieser Minute Schafe herumgeworfen hätte, dann ist er fertig für eine Pause. Wenn Besuch kommt, dann wäre es beendet. Also es ist unmöglich, solche Brutalitären mit einer solchen Kontrolle zu feststellen. War auch nicht nötig. Wir haben Videobeweismaterial. Ich habe eine gute Idee gehabt. Wäre es nicht die Lösung, dass alle, die Biobetriebe haben und Biofleisch verkaufen und am liebsten alle, die überhaupt Fleisch produzieren, verpflichtet werden können, dass Tierschutzorganisationen wie deine erlaubt ist, Webcams hinzustellen, dass man 24 Stunden das überwachen könnte? Ja, Daniel, du bist ein Kreativer. Idealist. Du würdest das machen. Aber das ist natürlich Utopie. Aber das wäre doch eine tolle Sache, wie der Tierschutzanwalt, dass quasi jede Tierproduktionsstätte, wenn eine anerkannte Tierschutzorganisation, wer auch immer, das will, eine Webcam zu installieren, dass sie verpflichtet sind, diese zu tolerieren. Weißt du, nur das Haupttierschutzproblem, das wir haben in der Massentierhaltung, ist eigentlich nicht die direkte Tierquälerei wie jetzt hier. Das gibt es immer wieder. Das ist nicht normal. Das Elend der Massentierhaltung liegt ganz anders. Das liegt in der Art der Haltung. Aber das wäre ja auch sichtbar, wenn man eine Webcam hätte. Ja, aber das ist ja erlaubt. Was willst du dort filmen? Das ist Leute alles einfach. Und die Leute wissen es eigentlich auch, gell? Das ist das Schlimme. Wir wissen es ja. Ja, eben. Also das würde dort eigentlich wenig bringen. Ja? Abgesehen, dass das nie realisiert werden konnte und kann umgangen werden. Nein, das ist... aber jetzt zurück, was da dann vor sich ging. Also das Medienkommuniqué. Da wurde die Thurgau-Zeitung, das ist eine Regionalausgabe des St. Galler Tagblattes, beide gehören zum großen NZZ-Medienkonzern. Mit denen du schon so viele gute Erfahrungen gemacht hast. Ja. Genau. Schon wiederholt Gerichtsverfahren, weil die ist schamlos, wie die Leser täuschen, wenn irgendwie aus irgendwelchen politischen Motiven. Die du aber die auch nicht genau kennst. Die Thurgau-Zeitung ist traditionell das Sprachrohr der Thurgauer Behörden, und auch gerade ihr Feigenblatt. Also wenn es einen Missstand gibt, ist es die vornehme Aufgabe der Thurgau-Zeitung, alles schön zu reden, zu verschleiern, abzustreiten, dementieren. Und war immer so, das war im Fall Hevenhofen so, hier hat sie wieder mehrere Seiten berichtet, in mehreren Ausgaben, alles um einfach Desinformation zu verbreiten. Ich kenne eine Person, die Redaktor war bei der Thurgauer Zeitung und die hat schon sie kennt sie sehr gut und sie hat schon vor 15 Jahren gesagt, Thurgauer Zeitung sei Hofberichterstattung. Ja, also das deckt ist sich ein genau höfliches mit dem, Wort für das, was ich jetzt etwas unhöflicher gesagt habe im Feigenblatt. Und ein Teil des Politfilzes in Thurgau. Thurgau ist so ein, man hat das Gefühl, dass sie ein Kanton, da passiert nie etwas. Ein Landkanton am Rande der Schweiz, da passiert nichts. Und das ist ein ideales Klima für mafiose Vorgänge, was da abläuft. Wir haben auch keine echte politische Opposition in Thurgau. Das ist, wollen alle freundlich miteinander ausgehen. Die Scheingefechte im Parlament, hat mehr Unterhaltungswert. Eine wirkliche Opposition, ein knallhart analysiert, was da geht, das gibt es im Thurgau nicht. Da sind alle miteinander bekannt und das spürt man. Da läuft vieles, das lerne ich immer mehr, viel Schlechtes, Unrechtsmäßiges, Mafioses, Korruptes unter der Decke ab. Man glaubt es kaum. Aber es ist kein Zufall, dass kürzlich aufgeflogen ist, dass diese sizilianische Mafia in der Zeit trifft. Im Thurgau, das wurde ja mal gefilmt mit einer Videokamera, irgendwie passt das. Es ist ein Klima, wo solche mafiose Sachen nicht auffallen. Weil man hat das Bild von, da passiert ja nie etwas. Ich bin jetzt gerade in einem neuen Fall.
Bleiben wir vielleicht, außer es, ist, ja, es passt zusammen, lieber bei dieser Geschichte bleiben, ja, wo wir jetzt dran sind. Das heißt, also die Medien haben das am Anfang publiziert und dann ist dort der Tierschutz... Die Thurgauer Zeitung hat das sofort dann aufgegriffen und dann wurde es immer mehr vereinfacht, also das sehr raffiniert. Das Veterinäramt hat nur gesagt, wir konnten keine Missstände feststellen. Mhm. Das ist ja noch so wahr. Perfide daran ist, dass es im Vornherein nicht möglich war. Das hat das Veterinäramt dann so, die haben gesagt, die sind so aufgetreten, wir haben kontrolliert keine Missstände. Das wurde von der Thurgauer Zeitung sofort noch ein bisschen erweitert. Was der VGT und Kessler da vorwirft, konnte nicht bestätigt werden. Aber es gibt ja das Video. Ja, das muss man zuerst sehen. Die Thurgauer Zeitung hat das Video nicht veröffentlicht. Die redet über etwas, das die Leser gar nicht kennen. Wer nicht jetzt sich im Internet bei irgendeinem Blick oder bei uns das Video angeschaut hat, der hört nur, was die Thurgauer Zeitung sagt. Okay, und dann, wie ging es weiter? Und eben, das ist dann, was war die erste Phase? Und im Fall Hevenhofen-Kesselring lief das genau gleich ab. Dort gab es eine Pressekonferenz, nachdem ich diese schrecklichen Bilder veröffentlicht habe. Und dann wurde gesagt, ob die Bilder echt sind. Man hat ja auch bei diesem Video dann hier, das komme ich gleich dazu, also in Hevenhofen angezweifelt, ob die Bilder überhaupt von diesem Hof sind, ob sie echt sind. Die amtlichen Kontrollen haben nie solche Missstände festgestellt. Das ist ein Joke. Also ist doch wahrscheinlich ist mit diesen Bildern etwas. Und dann kam aus, ich habe das dann breit gemacht, es kam aus, alle Kontrollen des Veterinäramts waren mehrere Tage vor angemeldet. Da der können Sie ja noch den Stall reinigen, können Sie alles machen. Hatte immer Gelegenheit, es war so, der hat, wenn das Veterinäramt kam, unangemeldet. Dann hat er getobt, mit Gewalt gedroht. Er hat ja auch mal Beamte mit einer Pistole bedroht. Aber das hatte strafrechtliche Konsequenzen dann, oder? Ja, ein bisschen. Also, er ist mehrmals verurteilt worden, aber nicht so, dass ihn das... Also wenn Sie in meine Sendung kommen, dann bitte ohne Waffe. Dankeschön. Sonst ich habe schwarzen Gürtel im Mikado. Okay. Und dann eben dort. Und dann hat an dieser Pressekonferenz ein junger Mitarbeiter, der war, ich weiß nicht, was dem nachher passiert ist, der hat ausgeplaudert. Nichts ahnend. Er hat gesagt, ja, es ist natürlich klar, solche Missstände konnten mit unseren Kontrollen nicht festgestellt werden. Ja, das ist völlig klar. Ja. Er wollte den Widerspruch eigentlich lösen, gut meinen, zwischen dem, was Witzig und unser Art Witzig da vorbrachte, diese Missstände, angeblich Missstände, konnten wir nicht bestätigen mit allen unseren Kontrollen, nie so etwas gesehen. Und dann fragt man sich, und da haben sie solche Aufnahmen, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, die seien echt, mindestens zum größten Teil, konnte verifiziert werden, Widerspruch. Und der war ein Junge, der hat gedacht, ja, das ist natürlich klar, mit unseren angemeldeten Kontrollen war es nicht möglich, solche Missstände festzustellen. Da flog auf eine Regiepanne beim Ableugnen. Und hier genau gleich, der macht Kontrolle, die im Vornherein nicht untauglich waren. Er wusste, mit diesen Kontrollen kann er unmöglich das feststellen, was im Video zu sehen ist. Völlig klar, dass es nur entlastend sein kann, wenn er vorangekündigt vorbeigeht. Ja, und da hat alles er dann andere stolz, wäre ja so doof. Jetzt hör mal, da in Herrenhof, in dem neuen Fall, hat er dann stolz betont, es waren unangemeldete Kontrollen. Nur, in diesem Fall nützen eben ja, wenn die Türe klingelt, auch wenn er gerade ein Schaf ja vergewaltigt, dann muss er ja aufhören, das Schaf zu vergewaltigen ja, ja, und dann die Türe siehst öffnen. Siehst du den Trick? Ja, hier stolz, billig, ja, unangekündigt, dass alle denken, aha, das ist jetzt objektiv, aber er verschweigt, dass in diesem Fall eben auch nicht angekündigte untauglich sind. Also er macht immer, das gehört zur Masche, untaugliche Kontrollen,
und tut dann so, als habe man die Missstände widerlegt. Das war die erste Phase. Mhm. Und dann habe ich das natürlich auch in Facebook überall aufgedeckt, was das für ein Schwindel ist. Die Thurgau-Zeitung hat das sofort natürlich verbreitet, andere Medien haben es abgeschrieben. Also Veterinäramt konnte Missstände nicht plausibel und dann wurden sofort Zweifel laut, ob die der Schafhalter selber sagte dann plötzlich, ja, da stimmt etwas nicht mit diesem Film und so. Und dann zweifelte man in der zweiten Phase die das Echtheit des Videos an. Das im Pfäffenhorn auch, das hat man dort die Bilder auch angezweifelt. Und dann hat die Thurgau-Zeitung, um das, diese neue Strategie noch zu verstärken, einen anonymen Videospezialisten zitiert, der gesagt hat, es gäbe starke Hinweise, dass das Video manipuliert sei. Der Name wurde nicht genannt. Ich bin überzeugt, die Begründungen, die dann vorgebracht waren, ich ernenne die sind derart dilettantisch, das kann unmöglich ein Spezialist gewesen sein, der wurde fingiert, da gibt es gar nichts. Was wurde dann gesagt? Also, das Video hat keine Tonspur, das ist verdächtig, weil die Tonspur wird gelöscht, dass man nicht sieht, wenn das Video verschnellert wird. Geschnitten wird oder ja, was auch immer. Und die Antwort ist klar, mit einem Tele. Aus 100 Meter Distanz hast du keinen. Ja. Da könnte man, wenn man es fälschen möchte, eigentlich eine andere Tonspur von einem Zimmer einspielen, ohne dass es eben auch nachträglich wäre. Ja, also das ist mal kein Argument. Der hat mir auch gesagt, er hat die Tonspur ausgeschaltet, weil er will nicht Zimmergeräusche, wenn er einen Stall, das nützt ja nichts. Macht keinen Sinn. Genau. Also völlig klar. Die zweite Begründung war, dass Videos sei an mehreren Stellen geschnitten. Ja, ums Himmels Willen, gibt es auf der Welt ein Videostudio oder ein TV-Sender, der seine Rohaufnahmen nicht schneidet, bevor er sie präsentiert? Sehr, wahrscheinlich sehr, sehr langatmig dann. Und er hat Position gewechselt, er hat mal den Zoom gewechselt. Man sieht, dann zoomt er ganz nah an das Fenster, da hat er einfach dazwischen geschnitten. Also das ist klar, das ist Habakuk. Es gibt zwei, drei Schnitte. Was waren noch die anderen Argumente? Dann war noch ein drittes, dass die Tiere würden sich unnatürlich schnell bewegen. Ja, wenn man verprügelt wird. Wir schauen noch in den nächsten Abschnitt. Die Tiere bewegen sich nervös, aber nicht unnatürlich schnell. Wenn du Tiere nervös machst, natürlich ist dann alles ein bisschen schneller. Es gibt nichts, wie er die Schafe wirft. Das ist nur, mal darauf achten, das ist nur, ein Wurf geht nicht langsam. Ja, das ist nicht beschleunigt. Also ein Wurf ist Wurf, das geht relativ schnell. Also man kann das Video genau anschauen, nichts deutet auf eine Manipulation. Die Thurgau-Zeitung hat einen anonymen Videospezialisten zitiert. Ja. Da muss man fragen, warum ist der anonym? Ja, eben. Dann kam Blick. Blick ist haben Sie gesagt, er möchte unbekannt bleiben? Ja, oder was? Nein. Es stand einfach so, man habe das Video einem Videospezialisten vorgelegt. Name wurde nicht genannt. Okay. Und dann kamen die blöden Begründungen. Also für den Leser war das anonym. Und wer ein bisschen versteht, sieht sofort, das kann kein Spezialist gewesen sein. Ja. Das ist ein Journalist, der solche lächerlichen Argumente vorgebracht hat und dann fingiert, habe ein Videospezialist gemacht. Genau, aber es tönt dann so objektiv recherchiert. Ja, und also das sind die Methoden der Thurgau-Zeitung. So wickelt man Leute, das ist Desinformation. Und dann Blick war die einzige Zeitung, die selber kritisch berichtet hat. Wow. Der gleiche Journalist. Ausgerechnet der Blick. He? Ja, bin kein Blick-Fan, aber es kommt immer auch auf die Journalisten an. Auf den einzelnen Menschen, der da... Ja. Und das war der gleiche Journalist, der mit mir Pfäffenhorn auffliegen ließ. Er hat auch jahrelang recherchiert
und hat auch Häfenhofen eigentlich diesen Medienhype. Das heißt, jahrelang recherchiert, was hat er einfach grundsätzlich der Tierhaltung. Fall Häfenhofen Kesselring, das ist ja ein Fall, der dauerte 10 Jahre. 10 Jahre quälte der immer seine Tiere, es flogen immer wieder, kam es ans Licht. Er wurde auch verurteilt zwischendurch, wiederholt. Er konnte immer weitermachen. Ich habe in dem Parlament geschrieben, ich habe immer wieder veröffentlicht, neue Tierquälereien. Wurde von der Thurgauer Zeitung alles unterdrückt, Behörden haben nicht reagiert, bis zu diesem großen Skandal, wo genau, eine Frau ein halbes Jahr lang die toten und verhungernden, halbtoten Tiere, wie die auf dem Hof herumlagen, der ließ die verhungern. Und das ist jetzt Schluss? Die hatte über 100 Aufnahmen. Und als das veröffentlicht wurde, da konnte man das nicht mehr ignorieren. Ja, man hätte es gerne wahrscheinlich. Ja, natürlich, wie alles, das war dann nicht mehr möglich. Dann fing man sofort mit Desinformation und Verharmlosungen an. Und hier läuft es auch so, nachdem ich dieses Video veröffentlicht hatte und als Schockvideo das die Öffentlichkeit schockte, kann man das nicht mehr einfach ignorieren, sondern man musste dann auch das ableugnen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Die Staatsanwaltschaft hat mich sofort kritisiert, also dass ich das veröffentlicht habe, nicht die Untersuchung abgewartet hätte. Aber weil du Beweise, mit welcher Begründung? Das erschwere die Beweiserhebung. Ist ja ein Witz. Was ist rational? Die Thurgauer Zeitung hat das dann breit gewalzt. Aber welche theoretische Möglichkeit? Ich habe mich völlig falsch verhalten. Der Schweizer Tierschutz SDS hat in den Chor eingesungen, uns auch angegriffen. Ich würde es völlig falsch verhalten, meine Antwort. Ohne dass Öffentlichkeit geht im Thurgau gar nichts. Wenn ich nur eine Anzeige gemacht hätte. Dann versandet sie. Ja, da wäre nichts. Aber sag mal, was gäbe es eine. Kommt eine rationale Begründung in den Sinn, warum die Veröffentlichung eines Quälervideos für die Staatsanwaltschaft Nachteile hätte? Es gibt ja schon Fälle, wo man das Sachen publiziert und es hat einen Nachteil, weil man quasi Wissen publik macht, das vielleicht nur der Täter wusste und so weiter beim Morden und so. Aber was könnte hier der Fall sein? Nichts. Genau, konnte nichts verschleiert werden. Es ist nicht wirklich schädlich, aber es war einfach. Die Behörden haben das nicht gerne, wenn man ihnen in die Karte schaut. Und weil sie unter Druck kommen, dann wirklich etwas zu tun, vielleicht auch, gell? Oder? Ja, das ist einfach im Thurgau möglichst verschleiern. Und es gibt hier keine Missstände. Das ist ein friedlicher Kanton, da passiert nichts, vor allem nichts Unrechtmäßiges. Und alles, das Staat funktioniert bestens. Veterinäramt macht seine Arbeit gut. Mhm. Und dieses Image, das störe ich natürlich mit solchen Veröffentlichungen. Und der Blick hat das aber weiterhin verfolgt. Ja, und er hat dann einen wirklichen Spezialisten das vorgelegt, der mit Rang und Namen. Mhm. Der ist wirklich also eine Kapazität. Und der hat gesagt, das wird geprüft, das ist nicht manipuliert. Es ist das auch ich weiß ja ein bisschen, wie man Filme schneidet, und es ist extrem schwierig, Filme zu manipulieren. Also klar geht das, dass man Sachen weglässt oder so, aber wirklich einen Wurf jetzt mit 3D-Animation so zu machen. Das das bräuchte es ein riesen Hollywood-Studio. Das meine ich, genau. Und jahrelange Arbeit. Und da gibt es zu viel Material, um diesen Aufwand zu machen. Aber man merke sich, dieser Vorwurf der Manipulation, ich komme später darauf zurück, wie irrsinnig, widersprüchlich das Ganze ist. Also man hat vorgeworfen, die Tierquälerei sei eigentlich durch Manipulation eines Videos erzeugt, was man sehe, sei gefälscht. Die Tierquälerei, die man sagt, hat nicht stattgefunden. Hat nicht stattgefunden. Das ist mal ein erster Merkpunkt. Dann nach diesem Experten vom Blick, Blick hat eine gewisse Gewicht, ist eine große Zeitung. Mhm. Verschwand dieser Vorwurf der Manipulation eigentlich, kam weg, der wurde widerlegt. Die Thurgau-Zeitung musste sich etwas anderes ausfallen lassen. Sie hat dann so halb, übrigens halb, zurückbuchstabiert. Mir gefällt, wenn du ausfallen lassen sagst, in diesem Moment passt das besser als einfallen lassen.
Die Was Thurgauer haben Sie Zeitung lassen? Hat dann zurückbuchstabiert und gesagt, die Experten sind sich nicht einig, ob das manipuliert ist. Ihr fingiert anonymer Experte. Ja. Und der, also ja. Einfach ein halber Rückzieher und von manipuliert redet sie jetzt nicht mehr, aber der Vorwurf geistert noch in der ganzen Schweiz herum, kommt immer wieder in Leserkommentaren, das ist in den Köpfen immer noch. Dann hat die Thurgauer Zeitung etwas anderes sich einfallen lassen muss, um die Missstände wegzureden. Lass mich raten, es sei ganz natürlich, Schafe an den Haaren herumzuwerfen. Das ist fast ein Volltreffer. Nicht gerade so, aber die ließen Landwirtschaftsexperten, und zwar richtige Experten, ein Vertreter der Landwirtschaftsschule Arenenberg, der sagte, das zitierte die, was hier gefilmt wurde, kann man fast überall filmen, das ist ganz normal, normaler Umgang, so mit widerspenstigen Schafen geht man so um. Also wir werden 1944 in Dachau, das ist völlig normal. Ja, so ungefähr so. Das ist widerspenstigen. Und auch andere haben sich in diesem Sinne geäußert. Ein Schafmeister wurde zitiert. Die Thurgauer Zeitung machte voll so, auf diesem Video ist gar keine Tierquälerei zu sehen. Man sieht nicht, dass Schafe herumgeworfen werden. So also wenn überall gequält wird, ist es ja keine Quälerei mehr, sondern ist es ja natürlich. Ja, das war die Strategie. Und jetzt muss man mal Folgendes, ich erinnere, zuerst war es ein Schockvideo, aber diese Tierquälereien, die alle Tier, ganz Schweiz sah das als Tierquälerei an, YouTube, von YouTube gesperrt. Und ja, ist jetzt plötzlich gar keine Tierquälerei artgerechte mehr. Haltung. Also wir haben ein Video manipuliert, auf dem gar nichts zu sehen ist. Das, ja, genau, wie ja. Doof. Also wie doof es ist dir. Unglaublich, ich frage mich. Einfach immer eine neue Kurve, bis das Ganze lassen irgendwie... Lassen sich die Leser der Thurgauer Zeitung so manipulieren? Offenbar schon. Die Zeitung von gestern nicht, ist vergessen. Die denken einfach nichts, die Mehrheit. Also es ist mir ein Rätsel, wie man so plump Leser manipulieren kann. Immer wenn ich mit Leuten rede über Medien, über Fake News, über angebliche Verschwörungstheoretiker, es ist immer dasselbe. Alle, die einmal den Durchblick hatten, staunen darüber, wie plump einfach die Manipulation vonstatten geht. Wenn man mal hinter die Kulissen sieht. Weil wenn aus allen Ecken derselbe Mist erzählt wird, oder wenn man schon Vertrauen seinem Organ gefasst hat, dann denkt man einfach, es hat seine Richtigkeit. Und eben, ich rede ja immer von diesem Erweckungserlebnis, das man haben muss, um einmal dahinter zu schauen. Und ich hoffe, dieses Video trägt einen dazu bei, dass Leute das ein bisschen skeptischer sehen. Jetzt muss man, dann kam noch etwas anderes parallel dazu, Ablenkungsmanöver. Das ist ja immer gut. Man lenkt auf einen Nebenpunkt an und spricht nicht mehr über die Tierquälerei. Das war in diesem Fall neben dem, dass ich ganz falsch mich verhalten habe, indem ich das veröffentlicht hätte, nicht 2 Jahre gewartet, bis das dann irgendwie versandet. Mhm. Der Vorwurf ist unhaltbar. Ich muss, in Thurgau geht nur etwas mit öffentlichen Druck, sonst gar nicht. Und eben, wie wir festgesehen haben, das behindert die Untersuchung gar nicht. Das ist nur ein Vorwand, weil man halt nicht gern, dass ich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ja, weil sie müssen arbeiten. Und dann ein weiterer Ablenkungspunkt. Ich habe ein Familienfoto. Mhm. Diese Familie mit, glaube ich, 4 Kindern veröffentlicht. Und dann ging das Geheule los. Wir prangeren Kinder an. Und das ist unter allem, das geht gar nicht. Und da richtig Shitstorm hat da die Thurgauer Zeitung dann ausgelöst. Warum hast du Bilder von Kindern nicht zensiert? Das ist jetzt eben wichtig. Das ist das Nebenschauplatz. Aber es war wirklich ein handwerklicher Fehler von dir, oder? Nein, es hat einen ganz genauen Grund. Aber der wurde, habe ich auch öfter gesagt, aber das hat niemand interessiert. Ich habe das erklärt und ich erkläre es jetzt ganz kurz. Gern. Der Typ hat das Bild selber veröffentlicht. Als Werbung für sein Schaffleisch. Er hat die Kinder, seine Familie missbraucht, dass sie sein... auch in der Thurgauer Zeitung, der hat da vorgestellt, ein wunderbarer Schafstall,
Also wie das die Bauern gern machen, immer Heidi so und glückliche Bauernfamilie mit einem Huhn oder einem Ferkel im Arm, tierliebend bis es geht nicht mehr. Und so wurden die im Schafstall schön strahlende Kinder, die ganze Familie straft, wirklich paradiesisch, tierliebend, auch ein Lamm noch auf der Schoß. Das Fleisch, das ist jetzt wirklich, das Schaffleisch hat ja sowieso das Image von irgendwie naturnah zu sein, weil die oft auf der Weide sind. Und das wurde, dazu hat er diese Kinder missbraucht. Und das, das Bild kann man in der Thurgau-Zeitung, jeder kann das runterladen. Die Thurgau-Zeitung hat das selbst wiederholt. Im Zusammenhang mit diesen Berichterstattungen hat sie auf den früheren Artikel, wo das Bild drin war, verwiesen. Online hat man das Bild gesehen, auch zum Zeigen, das ist ja eine tierliebende Familie. Okay, dann und deshalb habe ich das Bild veröffentlicht, weil es bereits Werbematerial war, um dann eigentlich genau das Gegenteil zu zeigen, was wirklich ist. Nicht ich. Ja. Und niemand gibt ja den Kindern Schuld, nur wegen diesen Bildern. Nein. Ich habe die Gesichter nicht verpixelt. Ich wollte das Bild im Original, wie das wirkt, wirklich einfach strahlend so gestellt. Man sieht wirklich die Gruppe, da wurde lang hin und her gemacht, bis das tiptopes Bild war. Dieser Ausdruck wollte ich nicht verwischen mit verpixelten Gesichtern, das sieht da sofort hässlich aus. Ich habe nur veröffentlicht, was er missbraucht hat, und ich habe geschrieben: Konsumenten, passt auf. So werdet ihr verarscht. So werden Bauernfamilienhöfe vorgestellt, immer wieder als glücklich, tierliebend. Und jetzt seht ihr mal, was hinter dieser Fassade abläuft. Vergleicht mal dieses Bild im Schafstall mit Schäfchen und wie er diese nachher, wenn er glaubt, unbeobachtet, was dann abläuft. Passt auf, glaubt solche Werbung nicht. Und das war gerechtfertigt, den Kindern ist nichts passiert. Die waren sowieso, der Fall war natürlich sowieso Dorfgespräch. Die wussten mit schon, dass das Kinder sind. Ohne Bild war das Dorfgespräch. Natürlich, vielleicht finden die angesprochen, weil, was macht dein Vater? Aber kein normaler Mensch kommt jetzt auf die Idee, einen 10-jährigen Buben oder so dafür verantwortlich zu machen. Ja. Das war auch nicht der Fall, aber das ist so ein Ablenkungsmanöver. Und da bist du der Böhrimann. Ich bin der Böse, ich prangere Kinder an, die nichts dafür können, etc. So lenkt man dann von der Tierquälerei ab. Musst du nicht befürchten, dass du da angezeigt wirst? Oder? Nein, ich glaube nicht, dass er das wagt. Dann geht der Schuss hinten heraus. Ich habe ganz klare Gründe, öffentliches Interesse geht hier vor, und diesen Kindern ist nichts passiert. Natürlich, man kennt die, wer kennt die? Nur gerade die Leute im Dorf. Im Nebendorf kennt niemand diese Kinder. Und da macht ja nichts. Der Vater, auch im Dorf weiß man auch, dass das die Kinder dieses Schafquälers sind. Ich sehe, was du meinst. Völlig. Nur zu zeigen, wie da einfach operiert wird, und meine Erklärung. Also du musst als Tierschützer jeden Schritt, den du machst, immer auf alle Seiten abwägen. Das wird alles gegen dich verwendet, wenn du... Ich habe ja veröffentlicht, warum du sich das Bild... wurde kein Wort, darüber. Nur, ich bin wirklich ein menschenverachtend, und das geht gar nicht. Das wurde von der Thurgauer Zeitung behauptet, dass du ein Menschenverachter bist. Ja, und das wurde gestreut. Das sagt aber nicht der Journalist selber, da wird jemand interviewt, der sagt, dass du ein Menschenverachter bist, oder wie ist das? Der Journalist selber wird das nicht so formuliert. Ich werde einfach kritisiert, jetzt habe ich sogar ein Familienfoto veröffentlicht, also das im und da Stil, stand nicht, dass das Bild schon verwendet. Ein Familienfoto aus dem Album irgendwo gestohlen und zerrt die Familie in die Öffentlichkeit. Eigentlich war es eine Werbung, die du wieder vorgeholt hast. Der ganze Artikel in der Thurgau-Zeitung war nichts anderes als Schafwerbung. Das war eigentlich gar kein Privatfoto, eigentlich war es ein Werbematerial. Natürlich, aber das wurde alles unterdrückt. Kein Wort, warum ich das so funktioniert. Und jetzt... das ist jetzt eigentlich, wie das abgelaufen ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie weiter, oder? Und wir versuchen jetzt, wir eine Aktion machen. Flugblatt habe ich drucken lassen.
werden wir mit dem Link zum Video. Das Problem ist, alle Leute, die das Video nicht gesehen haben, die glauben der Thurgau-Zeitung, die wissen nur, was die Thurgau-Zeitung schreibt. Und das sind vielleicht viele Leute. Ich glaube nicht, dass jetzt die große Mehrheit das Video gesucht hat. Haben wir jetzt schon alle Videos gesehen, die wir zeigen wollten? Nein, jetzt können wir, also eben, jetzt, ich habe jetzt geschildert, was da abläuft. Jetzt, nach diesen Informationen schauen wir nochmals weitere Szenen in diesem Video an. Das soll jetzt also, das möchte ich noch vorwegnehmen. Die Agromafia, die Thurgauer, hat sich natürlich ein Eigentor geschossen. Das werden wir jetzt natürlich ausschlachten am nächsten Ostern, wenn das große Geschäft mit Lammfleisch ist. Schaut mal, das ist normal. So werden Schafe gemästet. Das haben wir ist ja so normal Experten. Dargestellt Schaut wurde. Schaut das genau. mal, wir haben das ja. jetzt schriftlich. Das neue Normal, okay. Das ist nicht zu verantworten. Also, ob das... So weit haben die offenbar nicht gedacht. Und jetzt schauen wir nochmals an, das soll also manipuliert sein zuerst. Und jetzt nachher ist es, ist es ein, was sieht oh, man? Fuck, keine, kann das nicht schauen. Man sieht nicht, wie Schafe herumgeworfen werden, schreibt die Thurgau-Zeitung. Das sieht man gar nicht. Man sieht keine Tierquälerei, keine Grobheiten. Das ist jetzt also normal. So geht man in der Schweiz mit Schafen um. Was eigentlich die schlimmere Botschaft ist, als wenn es ein Einzelfall wäre. Eigentlich belastet ja, ja. sie sich selber also, schwerer, wenn sie sagen, das ist nicht mehr ein schwarzes Schaf, das ist der normale Alltag. Fuck you. Der reißt hier an der Wolle, der ist einfach irre. Der ist nicht mehr ganz bei Sinnen, wenn man das Ganze, wie er sich verhält, das ist nicht normal. Der hat eine massive Störung. Dann wie er wieder wütend zugreift, oder? Der ist aus Raden. Ah, fuck you, ey. Ich kann das nicht sehen. Also die Einladung ist zurückgezogen. Keine Einladung für Tierquäler. Für Nein. offensichtliche Tierquäler. Wie ein Irrer packt der zu. Fuck, ich kann das nicht schauen. Und die Schweizer Landwirtschaft sagt, dass... Also wenn das kein Schafwerfen ist... Dann will ich wissen, wie ein Schafwerfen aussieht. Eben. Aber alle, die das Video nicht gesehen haben, die Leser der Thurgau-Zeitung, die glauben, was ihnen da serviert wird. So läuft Medienmanipulation der Leser. Ah, fei, das ist einfach scheiße. Eine Viertelstunde lang gefilmt. Schade, sieht man sich von der anderen Seite, dann wäre es noch klar, oder? Natürlich, es ist überhaupt ein Glückfall, dass so etwas überhaupt gefilmt werden kann. Wie oft passiert sowas hinter verschlossenen Türen ohne Fenster? Ja. Mit Schweinen und... Ja, da wir können das nicht recherchieren. Das passiert und das kann nur jemand filmen, der dort einfach zufällig ist. Ja, da kommt noch ein weiterer Ablenkungsmanöver dazu, habe ich vergessen. Der letzte Titel ist, dass das war alles nur ein Nachbarschaftsstreit. Hat die Thurgau-Zeitung ausgeführt und zwar in dem Sinn, das ist nicht ernst zu nehmen. Die hat dann einen Streit und der eine wollte mit seinem Video, was er wahrscheinlich manipuliert hat, dem anderen schaden. Also müssen wir nicht mehr darüber reden. Das nennt man Verschwörungstheorie. Ja, und ich muss dazu sagen, zum Glück gibt es hier und da Nachbarschaftsstreit, weil Missstände oft nur dann ans Tageslicht kommen. Ah ja. Weil sich Nachbarn also getrauen sich nicht. Aber hier stimmt es nicht, oder? Doch. Ist ein Nachbarschaftsstreit? Ja, der hat sich einfach beschwert über den Gestank. Ein Streit, ja, man kann das Streit nennen. Also die grüßen sich, glaube ich, nicht mehr. Ja, jetzt sicher nicht mehr, ja. Aber der hat lange gekämpft. Aber der Grund für den Streit war die Tierhaltung. Es war nicht, dass er den Baum gefällt hat. Der Gestank und die Tierquälerei, ich glaube, es ging ihm vor allem um den Gestank. Er war unsicher. Als er mir das Video, deshalb hat er lang nichts gemacht, er hat das aufgenommen, war unsicher, ist jetzt das erlaubt oder nicht, was soll ich mit dem? Im August aufgenommen, im September hat er mir geschickt und dann habe ich gesagt, ja, das ist krass, habe ihn angerufen, ja, das ist krass, das ist gut, jetzt weiß ich mal, was für sie Tierquälerei ist. Der war unsicher. Ob er selber wusste, dass es Tierquälerei ist. Er hat es grob empfunden, aber es ist ja so vieles erlaubt, oder? In der Schweiz, Tierquälerei. Und das ist
die Motivation von diesem Mann ist mir völlig egal. Wie ist der Strafartikel? Mir ist nur wichtig, stimmt's, was er sagt. Heißt es, unnötig nicht jeder, Schmerzen zu bereiten? Nicht jeder, in jedem Streit, wir werden Sachen erfunden. In einem Streit, klar, ja, am besten. Ja. Sagt, ich weiß von dir Sachen, jetzt bringe ich es ans Tageslicht. Und jetzt in diesem Fall, was sagt das Strafgesetz? Ist unnötiges Leid zu fügen Straftatbestand bei Tierschutz oder wie ist das formuliert? Es gibt verschiedene Artikel, das ist ganz klar, okay. Tierquälerei. Ja. Also man darf Tiere nicht, ich weiß gar nicht, es gibt so Artikel, da fällt also das ganz klar. Also du hast keine Sorge, dass ein neutraler Richter das verurteilt, das Tierquälerei? Da bin ich völlig überzeugt. Und du denkst auch, wobei wir nur das folgende Problem haben, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, wie Tierschutz rechtlich abläuft. Es kommt ein Staatsanwalt, schaut das an, er hat keine Ahnung von Tieren, versteht nichts. Dann fragt er das Veterinäramt witzig. Der sagt dann, ja, spielt das herunter, ja, wir haben Kontrollen gemacht, konnten nichts feststellen. Dann wird ein Verfahren eingestellt. Und als Tierschutzorganisation hast du kein Klagerecht? Tierschutzorganisationen haben kein Klage- und Beschwerderecht. Wir können nicht mitreden. Wir hören nicht mal, was da läuft. Wir haben keine Parteistellungen. Dann kommt das, wenn in seltenen Fällen mal vor Gericht. In diesem Fall können die nicht einfach einstellen. Vielleicht wird auch ein Klage erhoben oder wahrscheinlich einfach ein Strafbefehl. Wenn es vor Gericht kommt, dann sitzt dort ein Einzelrichter, der hat im Normalfall auch keine Kenntnisse über Tierverhalten, was üblich ist. Demgegenüber sitzt der Beschuldigte mit einem raffinierten Anwalt. Der erzählt eine Stunde lang, das macht man so, das machen alle so, das geht nicht anders, das macht den Tieren nichts, das schmerzt sie nicht. Und der Richter, der sitzt dort, schluckt leer, vom Gefühl her findet er das Tierquälerei. Aber wenn das so ist, dann wird leer geschluckt. Und am Schluss gibt es Freisprüche, Teilfreisprüche, alles erlebt. Ich sitze im Zuschauerraum, darf nicht sagen. Ein Ton und werde ich rausgewiesen. Und muss zusehen, wie aber der Richter um den Finger gewickelt wird. Die Staatsanwaltschaft könnte dich eigentlich auch als Zeugen laden, oder? Oder geht das auch nicht? Natürlich machen die nie. Die wollen. Klar. Ja, die wollen Ordnung. Hier als Zeuge, Zeuge bin ich. Nicht direkt. Nicht Zeuge, als Experte, aber das als Fachinstanz. Aber das machen die nicht. Ihre Fachinstanz ist das Veterinärwesen, das ist der Amtsweg. Und wenn die halt ihren Job nicht machen, dann bist du am Arsch. Ja, und das ist das, an dem krankt es. Die Tierschutzorganisationen fordern schon lange ein Klage- und Beschwerderecht, damit auch die Tiere eine fachliche Stimme hätten. Wäre ja völlig naheliegend. Das wäre super. Ja, das will man ein. Nicht, weil die Agrolobby, die weiß genau, das würde einiges ändern. Das würde einiges ändern. Und das wurde doch abgelehnt, es gab eine Abstimmung, oder, für Tierrecht? Ja, die Leute sind so doof. Die schnallen es nicht, ja. In Zürich wurde das abgelehnt, da wird auch wieder mit Desinformation ja, der Teufel an die Wand, ja, wenn die das beschwert, das wird missbraucht und. Das ist kein Argument. Jemand einklagen würde mit Klagerecht, kann ich nur Anzeige machen, da höre ich nichts mehr. Das ist... Die Staatsanwaltschaft kann machen, was ich will. Wenn wir ein Klagerecht haben, dann wäre es wie jetzt, wenn ich jemanden wegen Ehrverletzung einklage, dann bin ich Partei. Genau. Aber die gleichen Rechte, ich kann Beweisanträge stellen, ich kann Akteneinsicht nehmen, ich kann argumentieren. Das könnte ich dann auch. Und dann sieht natürlich die Welt anders aus und das will man um keinen Preis. Und dass du die Öffentlichkeit suchst, ist quasi deine alternative Methode zum Klagerecht, dass du so viel Druck öffentlich machst, dass sie fast nicht anders können, als ein Urteil zu sprechen. Das ist immer so in einer Demokratie, wenn der Rechtsstaat und die Politik versagt, die vierte Gewalt. Muss man in die Öffentlichkeit. Das ist international so, WikiLeaks, Whistleblowers, wenn der Staat versagt, hat man der Normalbürger meistens kein rechtliches Mittel und der Weg über Politik ist auch schwierig. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Jetzt
Das ist, was ich gesagt habe, ist der Stand der Dinge. Jetzt wird es sehr lange dauern. Das wird immer dann in unangenehme Verfahren werden, immer hinausgezögert. Vom Kesselring, Hevenhofen, da ist jetzt mehr als ein Jahr vorbei. Man hört noch nichts, der ist nicht verurteilt. Die macht ab, da wird einfach abgewartet. Aber hat er weiterhin Tiere unter sich? Und nein, dort ist der, hat Tiere wurden beschlagnahmt. Also dort, und er darf keine neuen Tiere beaufsichtigen? Aber seine Frau dürfte oder sein Sohn? Ja, oder? Also wenn es richtig gemacht wird, wird das schon vorgebeugt. Das ist ein alter Trick, dass man einen Bruder oder Onkel vorschiebt. Der vorgeschoben wird, muss die Tiere auch wirklich betreuen. Also das ist ein alter Trick, der wird, wenn man es richtig macht, auch eliminiert. Ja. Okay. Gut, das ist sehr spannend. Und dann jetzt kann man nicht abwarten. Wir werden natürlich auch... Das ist für uns ein zweiter Fall Hevenhofen. Wir machen den Regierungsrat Schönholzer verantwortlich. Der lässt... Welche Partei ist der? FDP. Mhm. Der ist so unangenehm aufgefallen, Hevenhofen. Dort ging er selber ans Mikrofon, hat alles, also an die Presse, und hat alles verharmlost, was ihm witzig eingeflüstert hat. Jetzt hat er gelernt. Er ist überhaupt noch nie an die Öffentlichkeit getreten. Er lässt witzig den Kantonsrat machen. Und dann ist er nicht verantwortlich. Das ist natürlich eine Fehleinschätzung. Er ist sein Chef, politisch Vorgesetzte, und lässt ihn wieder die genau gleiche Show abziehen wie in Hevenhofen und schweigt dazu. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass der Kantonsrat einen politischen Auftrag hat, sich so zu verhalten, Missstände weg abzuleugnen, zu verharmlosen, so zu tun, als gäbe das nicht. Das ist ein Auftrag. Wenn das nicht gewollt wäre von der Politik, wäre er nicht handeln, mehr, ja. Hätte, wäre nicht mehr dort. Aber du sagst, also das ist jetzt, gibt es die Möglichkeit, ihn abzuwählen, wenn man das will? Ja, nächstes Jahr beginnt der Wahlkampf. Wir werden einen Abwahlkampf führen gegen Schönholzer, sehr massiv, alles auffrischen. Könnte er diesen Abwahlkampf verhindern, wenn er jetzt handeln würde? Oder ist es sowieso schon gemachte Sache? Er handelt nicht, ich muss da nicht hypothetische, okay. Mache ich mir keine Gedanken über hypothetische Fragen. Er hat jetzt wieder bestätigt, dass das nichts gelernt wird, dass man so weiterwurzeln kann. Aber gibt es eine Partei, die man überhaupt wählen kann? Du hast vorhin gesagt, dass die Parteien sich sowieso nicht gegenseitig wehtun wollen und die Leute untereinander auskommen. Ja, nur der Regierungsrat wird vom Volk gewählt. Natürlich, mache mir keine Illusion, wir werden einen schweren Stand haben gegen Breitseiten der Thurgau-Zeitung, die jeden Tag rauskommt. Unsere Zeitschrift kommt nur einmal, viermal im Jahr heraus. Da haben wir einen schweren Stand. Da wird natürlich die ganze Politmafia wird sich da vehement. Können wir ihn einblenden? Wie heißt der da, der FDPler? Schönholzer. Schönholzer, Vorname, weißt du das? Regierungsrat. Regierungsrat Schönholzer, FDP Thurgau. Und das, aber wir werden das, wir haben auch schon geschafft. In Wiel haben wir einen Stadtrat abgewählt. Das habe ich gehört, ja. Genau. Der sich hinter Kaninchenquälerei gestellt hat. Genau, der wurde ganz knapp abgewählt, glaube ich. Ja, wir haben da war es das Zünglein an der Waage vielleicht. Ja, genau. Und wie es mit Schönholzer läuft, wenn der einzige Kandidat ist, wird es natürlich schwierig. Sieht glücklich aus. Das ist er. Ja. Freundlich wie immer. Ganz natürliches Lächeln. Ja. Dem geht es gut, weil der wird nicht herumgeworfen. Das hat mich jetzt wirklich, da hat mir in Augen aufgegangen. Ich habe mich immer gewundert, warum das dem nichts passiert, aber das ist ganz offensichtlich der politische Wille, dass er keine Missstände feststellen soll und wenn sie auch aufliegen, dass er diese mit Desinformation zudeckt. Und die fühlen sich stark, weil mit der Thurgau-Zeitung haben die natürlich ein sehr starkes Amtsblatt. Sprachrohr im Thurgau. Die Fernsehsendungen haben die immer etwas objektiver, zeigen beide Seiten, aber immerhin das. Die Thurgau-Zeitung zeigt nur eine Seite. Und mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Wir werden auf unserer Website laufend darüber berichten. Mhm. Wir werden auch auf diese Artikel dann verlinken. Okay, vielen Dank, Erwin, für diese spontane Zusammenkunft und ich freue mich auf den nächsten Termin. Bis dann. Okay.